So, ja, hallo und herzlich willkommen auf der Hermannseck. Das ist die vom Modding-Welt-Team, die zum Adventskalender gekommen ist, die neue Karte. Und ich lasse es mir kurz in den Helfer laufen. What? Warum? Was? Hä? Fängt ja schon gut an hier. Ich meine, man läuft's mal nicht so, ne? Und zwar, ja, das ist eine Karte, die sich eigentlich wirklich lohnen könnte für Leute, die halt wirklich mal Bock haben, kleinere Karten zu spielen, wie zum Beispiel Altenstein. Die jetzt halt in dem Fall, ne? Die ist so an für sich echt schick, also kann ich mich nicht beschweren. Sieht auf den ersten Blick wirklich sehr, sehr gut aus. Ich bin noch nicht drüber geflogen und bin auch noch nicht rumgefahren oder so. Das ist der erste Trecker, den du hast, ne? Normalerweise ist das auch nicht so viel Kohle. Ich habe jetzt noch ein bisschen Kredit aufgenommen. Also ich bin jetzt irgendwie 200.000 in der Kreide oder so. Das muss jetzt natürlich erstmal eingefahren werden, ne? Klar. Aber ich werde mir gleich auf jeden Fall gleich. Ich werde mir gleich auf jeden Fall gleich. Wow. Der war jetzt gar nicht mehr so schlecht. Also ich werde mir gleich auf jeden Fall noch Kühe gönnen. Und von daher habe ich jetzt mal ein bisschen mehr Kredit aufgenommen. Normalerweise bin ich nicht so ein Fan davon, mit Kredit und so zu arbeiten. Dann lieber halt die Fahrzeuge, die man hat, verkaufen oder mit denen halt arbeiten. Nur waren alle Fahrzeuge durchgehend leer. Also es wäre eine ziemlich lange Story geworden. Und da ich die euch mal so ein bisschen zeigen wollte und was man hier so hat und so. Und 7 ist schon angefangen. Da habe ich auch schon einen Helfer laufen lassen. Ich habe noch einen kleinen Trecker geholt. Natürlich ein 471, klar. Mit Frontgrubber und hinten noch eine Amazone-Sämaschine. Ich habe jetzt gerade mir die Mais-Sämaschine gepackt. Und die hast du auch nicht am Anfang. Natürlich habe ich die auch gekauft. Die ist auch nagelneu. Ja. Auf jeden Fall bin ich jetzt halt mit dem mal fix hier auf Feld 11 unterwegs. Feld 7, wie gesagt, war der Helfer eben unterwegs. Da muss ich jetzt gleich noch einen Rest machen. Ich habe schon mal vorgegrubbert, weil der Frontpacker, damit kommst du ja nicht überall ran. Normalerweise würde ich jetzt hier auch, obwohl, das kann ich ja eigentlich machen. Ich meine, jetzt habe ich schon alles so schön eingestellt. Für alle die, die keinen Bock auf Flügen haben, ich habe Flügen rausgenommen. Für alle die, die keinen Bock drauf haben, 15.000 Mal zu säen, zu düngen. Ich habe eine Düngestufe genommen. Ja. Heißt, einmal drüber braten und gut ist. Pflügen brauchst du gar nicht. Naja. Aber es ist ja auch nur mal einfach so ein bisschen just for fun und vor allem so eine kleine Karte. Und da fällt auch genug Arbeit an, was die Tiere und so angeht. Von daher denke ich mal, ist das schon okay. Ja. Ansonsten, ach, Teleport ist auch jetzt mal kurz draußen. Jetzt am Anfang. Da ist das Ganze halt ein bisschen einfacher, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Vor allem, wenn ich irgendwo einfach feststecke. Dass ich das ganze Spiel dann nicht wieder neu starten muss. Ne? Und, das wird aber mit Sicherheit noch reinkommen, sobald wir uns hier ein bisschen eingelegt haben. Wir werden uns die auf jeden Fall jetzt einfach mal angucken. So als kleines, Winterprojekt. Ich weiß es noch nicht, Projekt, weil ich denke kaum, dass ich jetzt nächste Woche viel Zeit habe, noch großartig irgendwas zu machen. Ne? Aber ich wollte sie euch nicht vorenthalten. Die meisten haben sie mit Sicherheit auch schon gesehen. Wenn nicht, modding-welt.com. Ich werde die Seite auf jeden Fall verlinken unten noch. Und ihr könnt euch die Karte natürlich auch mal so angucken. Die ist nicht riesengroß, die ist wirklich klein, aber gerade für Leute, die auf Laptops oder so spielen, vielleicht gar nicht mal so die schlechteste Alternative, ne? Also die ist wirklich sehr, sehr schick. Ich kann mich jetzt momentan echt nicht beschweren. ich meine, man kann ich mich schon mal beschweren, aber das ist nun wirklich eine Nummer hier, die ist schon sehr schick. Auch, ich meine, klar, es gibt ein paar Felder, die sind lustig angelegt, es gibt ein paar Felder, die sind so wie jetzt angelegt, aber das ist okay, ne? Außenrum stehen noch ein paar Bäumchen und so. Das ist alles irgendwie auch ein bisschen idyllisch. Es ist jetzt nicht so
der Oberhammer-Kracher, dass es dich einfach wegbombt, auf den ersten Blick. Ich denke mal, das ist wirklich versteckt. Da muss man wirklich mal ein bisschen spielen und ein bisschen gucken. Und ähnlich wie bei der Gold Crest Valley, das ist ja die Startkarte. Viele waren da auch nicht so begeistert von. Ich persönlich fand einfach so die gewisse Atmosphäre und den gewissen Flair, den es dann irgendwann mal gebieten, ne, bat, geboten hat. Mein Gott. Heute ist echt mein Deutsch nicht so geil, ne? Krass. Bietet. Gebietetet. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Also, das, was die Gold Crest Valley dann irgendwann auch mal ausgemacht hat, ist dann natürlich wirklich erst später zum Vorschein gekommen. Ne? Als ich dann wirklich mal rumgefahren bin und beim Zug mal gefahren bin und hinten noch das kleine Dörfchen Richtung Sägewerk Holz, Gedöns gefunden habe und so. Dann hat mir das Ganze wirklich auch so einen gewissen Charme gegeben. Und vor allem der Kuhhof. Der war auch cool. Na, da habe ich dann später auch wirklich sehr, sehr viel rumgebastelt und Placeables hingesetzt und und. Wie gesagt, ich habe die Gold Crest Valley so als solches in der Rohvariante, wie sie halt von Giants kommt, trotzdem gerne und viel gespielt. Muss ich ganz ehrlich gesagt gestehen. Am Anfang gab es halt nicht so viele Karten. Und es hat halt alles ein bisschen gedauert. Also hat man das genommen, was vorhanden war. Da mir sonst so keine Karte wirklich großartig gefallen hat, die jetzt schon draußen war, war ich halt auf der Gold Crest Valley unterwegs und mir hat es ja echt Spaß gemacht. So. Ja, jetzt habe ich das Vorgewende schon als Nachgewende gezogen. Und sehe jetzt da einfach wieder drüber. Sehr verschwenderisch. Aber egal. Wie gesagt, ich lasse jetzt mal den Helfer laufen, dann gucken wir einfach mal, was der macht. Ich hoffe einfach, er macht das Richtige und fährt hier einfach. Ich weiß gerade nicht, woran es liegt, dass der jetzt nicht anspringt. Wäre natürlich enttäuschend. Also das zieht er schon mal. Bin mal gespannt, was er macht, wenn er jetzt gleich am Ende angekommen ist. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin happy. Ist echt eine schöne Karte, kann ich mit leben. Hat, wie gesagt, so seinen gewissen Charme. Drehst du? Drehst du? Oder fährst du ins Nirvana? Ha, du drehst. Sehr gut. Dann habe ich wahrscheinlich einfach immer zu spät angeschaltet. So, dann lasse ich den Bock hier stehen. Ach so. Hey, 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 hey. Guck an. Also, das, was ich meinte, der kommt halt mit dem Ibaba-I nicht so ganz klar, was ist denn jetzt los? Ah, mit dem Frontgrubber nicht so ganz klar, ne? Aber damit muss man halt leben. Jetzt darf ich überall, wo der mal so richtig verkackt hat, der Helfer, nochmal entlang ziehen. Aber das ist ja kein Problem. Dafür ist das Ding ja da. Ich finde das Teil trotzdem irgendwie cool. Zack. Warum hast du noch die Klappe auf? Und warum liegt da Stroh? Auf geht's. Ja, wie gesagt, bis dato wirklich sehr, sehr schick hinten der Händler. Da stehen noch so ein paar Geräte, die man natürlich nicht benutzen kann, ne? Aber stehen trotzdem da rum. Ziemlich lustig. Viel zu weit gefahren, viel zu weit gefahren. Muss mich vorne auch anheben. Ich muss mir mal die Taste belegen. Vor allem muss ich mir mal die Taste belegen für den für den Mähdrescher. Aber ich muss mir echt mal die Taste belegen fürs allgemein anheben. Die Frage ist, gibt es auch eine Taste fürs allgemein senken? Ansonsten macht das ja reichlich wenig Sinn. Oh, hier vorne muss ich wieder runterfahren. Zack. Ist ja gut. Ach, der hat echt. Der braucht ein bisschen Power. Krass. Hätte ich es nicht erwartet. Also mit dem Frontgrubber kommt der anscheinend ganz gut klar. Nur, sobald hinten irgendwo ein Rand oder so ist. Ja, ist ja eh hier ziemlich eckig, da musst du eh vorziehen und alles. Aber das ist okay für so eine kleine Karte, finde ich. Also, das macht das Ganze ja irgendwie auch wieder aus.
braucht er halt ein bisschen. So, und dann lassen wir den einfach angehoben und fertig. Müsste eigentlich klappen. Der Helfer hat hier aber schon echt gute Arbeit geleistet eigentlich. Hätte ich es nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Also die haben den schon verbessert. Das muss man ganz klar sagen. Ob das jetzt immer noch The Yellow from the Egg ist, weiß ich nicht. Oder The Yellow von The Egg, ne? Kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz behaupten. Also ich meine, klar, die patchen und tun und machen. Aber ich glaube, der ist jetzt auf jeden Fall schon mal deutlich besser als ganz am Anfang. Nur ob der so übermäßig geil ist, wie man das eigentlich hofft. Weil Mods kriegen es ja schließlich auch hin. Das würde ich momentan noch nicht behaupten. Aber ich meine, wie gesagt, Frontgruppe. Dass der damit nicht klarkommt, damit muss man einfach rechnen und leben. Ich meine, alles kann er auch nicht. So, wenn ich jetzt hier fertig bin, zack, einmal anheben, kann ich jetzt noch die Längsbahn ziehen. Das, was ich eben gesagt hatte mit dem Vorgewende. Diesmal ist es eigentlich sogar echt richtig. Der Helfer ist nur auch wirklich gut durchgekommen. Also wirklich was ziehen müssen wir da nicht. Ja, was hat man nicht? Man hat einen Trecker. Und das war's. Man hat keinen Mähdrescher. Man hat sonstiges auch nicht wirklich großartig. Man hat einen Pflug. Man hat einen Grubber. Man hat eine Sämaschine. Man hat ein Schneidwerk. Man hat einen Ladewagen. Und man hat einen Hänger. Das war's. Das nur mal so kurz als kleine Info. Also das müsst ihr euch entweder wirklich ercheaten oder halt wirklich ersparen. Ne? Also hier auf der Karte ist wirklich von Anfang an richtig Arbeit angesagt. Finde ich persönlich halt immer sehr, sehr gut. Ich mag das. Ne? Aber ich denke mal, um ein bisschen was davon zu zeigen, muss ich leider auch echt Abstriche machen. Wie zum Beispiel das mit dem No-Teleport, dass ich das jetzt erstmal draußen lasse und das mit dem Fliegen und Düngen. Also ich das erstmal halt nicht so übertreibe wie sonst. Ja. Aber mein Gott, kann ich mit leben. Und ihr seht halt ein bisschen was davon, was ich hier so mache. Und nicht die ganze Zeit nur eine Folge lang oder 15 Folgen lang säen, düngen, etc. pp. Vorspulen, damit ich wieder düngen kann. Ja. Ja. Also wie gesagt, wir testen die jetzt mal ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Es ist noch nicht Weihnachten. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. 3 Stern hat momentan Pause. Ihr seht, ich bin eingeladen worden, hier mal ein bisschen rumzufahren. Von wem auch immer. Irgendeinen kenne ich hier bestimmt im Dorf. Ich werde es sehen. Und dann würde ich mal behaupten, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Ciao.